Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich sehe gerade die Hubschrauberdinger hier. Völlig überfüllt, aber das kennen wir ja schon. Auf jeden Fall, wir werden heute natürlich weitermachen. Ich glaube, das Zugproblem haben wir größtenteils im Griff. Zumindest habe ich hier jetzt keinen Stau mehr gesehen. Es läuft. Ab und zu halten sie mal an leichten Stellen an, aber es geht. Ich glaube, das Autoproblem, das war hier unten beim Industriegebiet. Das hatten wir ja auch größtenteils gelöst. Hier, der Kreisel läuft wieder. Ich weiß, ihr habt geschrieben, ich soll den mal richtig einstellen. Werde ich wohl auch demnächst machen müssen. Aber im Moment scheint das hier alles zu gehen. Und ich habe mal, damit das Ganze ein bisschen interessanter wird, ich habe ein paar verschiedene Stadtteile vom Aussehen hier. Wie heißen die? Ich zeig's einfach. Und zwar, wenn ich mal, wo machen wir es zum Beispiel am besten? Verschiedene Distrikte. Zum Beispiel das kleine Stück hier. Habe ich eingestellt Stile, genau, Stadtstile. Ich habe jetzt mal drin Japan und Hongkong Commercial. Es gibt noch viele, viele mehr. Ich wollte es bloß mal ausprobieren, weil ich das selber noch nie gemacht hatte. Das kommt aus dem Workshop. Da werde ich jetzt einfach mal Japan einstellen. Mal gucken, ob die hier wirklich hier aussehen, so Hongkong-mäßig verändern. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. Zumindest ist aktuell hier nichts zu sehen. Normalerweise sollten die Häuser hier jetzt ihr Stil ändern, so Hongkong-mäßig. Werden wir ja sehen, ob sie es wirklich machen. Keine Ahnung. Wird mir zumindest ganz gut gefallen, wenn sie es machen würden. Was ist das denn? Alter, voll die Plattenbausiedlung hier. Mit Zaun drum. Achso, das ist der Zaun vom Naturschutzgebiet. Was sagen? Wahrscheinlich bauen sie sich erst um, wenn Gebäude abgerissen werden und neue Gebäude kommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Könnte aber auch dran liegen. Ich glaube, wir haben hier eingestellt die Smart Homes, ne? Lass mich mal was gucken. Smart Home. Sehe ich es gerade gar nicht. Warte mal, doch. Hightech-Häuser, ja, ich glaube, die müssen wieder raus. Nimm die jetzt einfach mal raus zum Testen. Smart Homes, also Hightech-Häuser. Wo haben wir die denn eingestellt? Hier nicht. Das ist bestimmt bei Stadtplanung. Genau, ich nehme die mal raus. Wahrscheinlich bauen sie sich denn um im japanischen Stil. Mal gucken, das werden wir ja sehen. Und ihr habt ja auch geschrieben, hier vorne beim Touristengebiet. Das war hier, oder? Wo war denn jetzt das Touristengebiet? War doch hier. Ja. Das hier ist ja quasi das Touristengebiet. An den letzten Zipfel irgendwie mit ans Industriegebiet anschließen. Also quasi gesagt, die Straße weiterführen bis hier ran. Wäre vielleicht auch nicht die verkehrteste Idee. Wegen dem Müll. Ich werde hier einfach mal die Straße, die Küste weiter lang hinziehen. In der Zwischenzeit werden sie sich da hinten wohl umbauen. Das dauert ja ein bisschen. Deswegen bauen wir hier erstmal weiter. Und ja, ich sollte auch nicht überall große Straßen hinbauen. Ihr habt schon recht. Das führt teilweise auch zu Problemen. Moment, ich gehe auf freies Bauen. Ich mache das hier mal kurz aus und... ich möchte ja schon gerne die Küste lang haben. Einmal hier so lang ziehen, zack. Und ich habe auch ein paar neue einzigartige Gebäude mit drin, so wie Eiffelturm und noch ein paar andere Türme. Aber ich glaube, sie funktionieren nicht alle. Ich hatte eben beim Starten des Spiels eine dicke Fehlermeldung. Da muss ich gleich mal gucken, welche überhaupt funktionieren und welche nicht. Ich habe nämlich das gute Gefühl, dass die Hälfte davon nicht funktioniert. Das ist halt immer so eine Sache, wie alt die Sachen im Workshop schon sind. So, da lang. So, bis da hinten hin. Ich müsste hier ja echt die komplette Küste lang. Da einmal lang und den noch einmal hier. Und ja, das soll auch schon ein bisschen ordentlicher aussehen. So. Also, dass sie so ein bisschen geschlängelt ist, ist Absicht. In Wirklichkeit ist eine Straße, die an der Küste lang geht, auch nicht kerzengerade. So. Ey, das ist doch ein ziemlich weiter Weg. Halt, Moment. Ist ein bisschen zu weit. So, die Frage ist nur, kriege ich von hier nach da überhaupt eine Brücke rüber? Ah, zu gehen scheint es, aber wie sieht es denn aus? Die ist ziemlich flach, oder? Ah, gut, aber solange sie in Dienst tut, ich müsste hier bloß die Ampel ausmachen. Das Stück hier kann wieder weg. Hier kann man später weiterbauen. So. Na, das tut man aus. So, dann mache ich einmal kurz die Ampeln aus und dann können wir es auch weiterlaufen lassen. In der Hoffnung, dass sie sich da aufbauen. Auch weiterlaufen kann ich es jetzt auch schon. Die muss definitiv aus. Ich lasse hier mal erstmal alle langfahren. Wenn hier zu viele LKWs versuchen abzukürzen oder so, verspähe ich das für LKWs. Gedacht ist sie hauptsächlich für Müll. Hier ist noch eine. So, es müssen ja nur die zwei aus. So. Meine Hoffnung ist, dass die Müllwagen hier ein bisschen abkürzen werden. Ob das Ganze nun funktioniert, weiß ich nicht. Aktuell fährt da ja niemand lang.
Aber es kann auch sein, dass sie wieder eine Weile brauchen, um das zu checken. Das kennt man ja schon. Ah, gut, das sind schon die ersten Lieferanten, die langfahren. Aber vielleicht ist das auch nicht verkehrt. So kriegen wir vielleicht... aus dem Bus, gerade sagen. Auch ein bisschen weniger Verkehr hier, weil das wissen wir ja auch schon. Der hier ist ja auch ständig schon wieder überlastet. Vielleicht kriegen wir hier mal ein bisschen weniger hin. Verstehe sowieso nicht, warum der hier ständig überlastet ist. Das ist furchtbar. Ihr habt ja geschrieben, von der mittleren Spur müssen sie auch auf die Autobahn. Kommen sie doch, oder nicht? Hatte ich doch so eingestellt. Ja. Und die kommen auch von der mittleren Spur rüber. Meine Hoffnung ist ja, das tun sie leider nicht, dass sie rechts hier abbiegen und geradeaus weiterfahren, um da abzufahren. Ein paar Einzelne tun es ja. Aber es sind, glaube ich, alle, die hier rechts rum wollen, die auch rechts rüberfahren. Und das sind so viele, durch dass sich das hier ständig staut. Also was ich hier genau machen soll, weiß ich auch noch nicht. Das ist halt immer das Problem. Stauen tut sich jetzt, glaube ich, teilweise hier durch. Die versuchen sich hier schon links rüber zu quetschen, was gar nicht nötig tut. Da bleiben sie jetzt wieder stehen, weil die Rechtsabbieger hier nicht weiterkommen. Also hier rechts rüber wollen. Also das Spurengewechsel hier ist noch so eine Sache. Die fahren teilweise aber von hier direkt auf die Straße rauf, ne? Ja. Lasse ich die denn hier nicht weiterfahren, oder... Oh, die können von der mittleren Spur weiterfahren, bloß von der rechten nicht. Vielleicht sollte ich die rechte Spur hier auch weiterfahren lassen. Wenn das wahrscheinlich nicht die beste Idee ist. Aber so können sie, müssen sie vielleicht nicht alle die Spuren wechseln. Ich glaube, das führt zu, teilweise zu Problemchen. Ja, ein paar fahren schon weiter gut. So geht es ja vielleicht ein Tickchen schneller. Weil manche wollen ja auch dahin. Die wollen ja nicht alle rechts ab hier. Das ist hier halt ein Problem. Die wollen hier alle rechts rüber, weil sie hier rechts abbiegen wollen. Was sie gar nicht müssen, weil sie auch da rechts rumkommen, aber allerdings nicht hier. Da muss ich mir echt noch was einfallen lassen. Das weiß ich noch nicht so genau. Gut, sie kommen jetzt hier zwar weiter, aber ob das Ganze besser macht, bin mir da noch nicht so sicher. Das Problem ist teilweise hier, da stehen bleiben und hier. Weil sie hier rechts rüber wollen. Tja, wenn ich den hier... Ich meine, ich will es jetzt nochmal ausprobieren. Ich habe das hier ja alles eingestellt. Das ist zwar normalerweise die Geradeausspur, ich den aber geradeaus und links auf diese Spur hier lasse. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht wechseln sie hier nicht mehr so extrem, sondern fahren dann hier weiter. Abzuwarten. Aber ich will jetzt auch nicht stundenlang rumfummeln. Ich hoffe, die Straße hier hinten wird jetzt benutzt. Ah, bis jetzt nur vereinzelt. Aber wie gesagt, ist hauptsächlich für die Müllwagen gedacht. Vielleicht klappt es ja noch. Wir verdienen mittlerweile sehr, sehr gut Geld durch die einzigartigen Fabriken. Und ihr habt ja auch geschrieben, mein Industrieverkehr ist schlimmer als Hamburg Menschen hat. Ja gut, das mag stimmen. Der Industrieverkehr in City Skylines ist leicht unrealistisch, aber so hat man zumindest eine Herausforderung. Gut, dann gucke ich jetzt mal nach den einzigartigen Gebäuden. Hier ist keins. Die sind wahrscheinlich hinten inzwischen, ne? Oder? Nein, das sind nur die kleinen Modderpakete. Wo sind die denn alle? Ah, einer ist hier. Der Eiffelturm. Gut, den könnte man natürlich auch so irgendwo in die Stadt hinzimmern. Müsste man mal gucken, wo der optisch ganz gut passen würde. Aber ich hatte mehr. Lokomotivhall, das sind die normalen. Da ist nur das Stadion. Hier sehe ich jetzt auch nichts Neues. Nein. Da auch nicht. Ich weiß nicht, wo die alle reingepackt wurden. Hier ist auch nichts Neues. Hier jetzt auch nicht, oder? Nö. Ah, da ist noch was. Ein japanischer Tempel. Gut, die meisten scheinen nicht zu funktionieren. Und hier ist jetzt nichts Neues. Gut, es funktionieren zwei Sachen. Aber mir geht es in erster Linie ja auch erstmal der japanische Tempel. Würde zum Beispiel sehr, sehr gut damit reinpassen, wenn sich das wirklich japanisch umbauen würde. Was es ja nicht tut, ne? Grundschule. Ah, ich weiß nicht, soll das eine japanische Grundschule sein? Sieht nicht gerade sehr japanisch aus. Hab ja auch gehofft, dass die Häuser sich hier umbauen, aber irgendwie bleiben die auf Hightech-Häuser, ne? Zumindest sehe ich jetzt nicht, dass sich hier irgendwas japanisch umgebaut hat, oder ist das japanisch? Das sieht für mich eher nach Smart Home aus. Ja, es sind doch eher Smart Homes, ne? Ja, die haben sich noch nicht wirklich umgebaut. Keine Ahnung warum.
Dauert wahrscheinlich eine Ewigkeit oder man muss das vorher machen, bevor sie sich aufbaut. Keine Ahnung, aber eingestellt ist der Stil hier, das seht ihr ja selbst. Ja, also ich sehe jetzt nicht, dass sich hier großartig was umbaut. Trotzdem hätte ich gerne den japanischen Tempel, ehrlich gesagt, hier so gerne mit drin gehabt. Aber den werde ich hier wohl nicht hinkriegen. Ich meine, ich könnte hier hinten noch eine kleine Straße hinzimmern und dann ran, aber ob das passt, das könnte da mit dem Berg nämlich... Müsste ich ausprobieren. Eng werden. Ich baue da mal eine kleine Straße hin. Geh mal kurz auf den Gerade und mach das mal wieder an. Mal kurz Pause. Wenn ich hier eine Straße vorbeigezogen kriege, geht das? Ohne was kaputt zu machen? Scheint zu gehen. Und ich die denn... Gut, ich muss sie ja leider verbinden. Ein Tickchen länger. Da ein Tickchen länger. Und hier denn vorbei? Ah, dann bist du hier direkt vorbei. Na ja, gut, scheiß auf die Häuser da. So. Den Fitzel könnte man wieder wegreißen. Da dann... Na gut, der Fitzel müsste auch weg. So. Da dann den japanischen Tempel hin? Das wäre doch was, ne? Ah. Gut, der ist echt eindeutig zu groß. Gefälle ist zu steil. Warum ist es hier so steil? Steil ist es hier. Guck, man sieht es jetzt gerade so schlecht wegen den Bäumen. Kann ja mal kurz gucken. Gelände einebnen, das war's doch. Ich muss mal wieder gucken. Genau, Zielhöhe mit der rechten Maustaste. Ah, vielleicht leicht steil, ne? Das hier so ein bisschen angleiche. Welche Stärke ist denn das eingestellt? Gut. Vielleicht noch ein bisschen stärker. Und vielleicht ein Tickchen größer. Nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen gerade hier. So. Soll ja nur auch nicht allzu viel werden. Sonst sieht das hier scheiße aus. Kriege ich ihn jetzt hin? Mal gucken. Naja, der ist eindeutig zu groß. Den kriege ich hier nicht hin. Verdammt. Das kommt wegen der Küste da vorne. Da kann ich so viel gerade machen, wie ich will. Der passt hier nicht. Was schade ist, der hätte hier perfekt reingepasst. Da passt er ja auch nicht in die Straßen. Das ist auch unser Naturpark. Unser kleiner Minipark, ja. Ah, das ist schade, schade, schade. Aber den hätte ich gerne hier gehabt. Da, dass man ihn nicht seitwärts hinstellen kann. Aber vielleicht... Ich werde mal was gucken. Ich habe auch bei Parks ein bisschen was runtergeladen. Frage ist nur, wo sind sie? Wie zum Beispiel... Tja, ich hab's nicht so mit Chinesisch. Das ist irgendwas auf Chinesisch. Ach, so ein Minischild oder was? So ein Mini-Verkehrsschild. Dass sich nicht mal an die Straße stellen lässt. Das ist wahrscheinlich einfach nur Deko oder so, ne? Das könnte man natürlich irgendwie so mit Zwischenstellen an den Weg ran oder so. Keine Ahnung, was das jetzt genau bringen soll. Nehmen wir einfach, das ist das Krankenhaus von Fukushima. So. Ja. Ansonsten, das sind meine Parkplätze. Was habe ich hier denn noch? Ein Tentpark. Der ist schon größer. Weiß aber gar nicht, was der Tentpark ist. Sieht man so jetzt gar nicht. Dann habe ich hier noch so ein AKB 48 Theater 2K Vision. Und das ist noch ein chinesischer Parkplatz. Ah, das könnte man hier hinstellen. Hier ist ein kleines Touristengebiet. Da wird das Theater schon passen. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, der Parkplatz oder so, so ein Autokino, so ein Parkplatz mit Werbung oder sowas. Aber warum nicht? Passt hier aber neben das Theater. Auch so ein kleines japanisches, wie man sieht. Sind sogar Anime-Figuren drauf, oder? Sehe ich gerade so schlecht? Lass mich doch mal dicht daran, Junge. Hallo? Ja, auf jeden Fall. Sieht für mich nach Anime-Figuren aus. Das ist Dragon Ball. Ah, okay. Überhaupt keine Schleichwerbung, nein. Okay, aber lassen wir es mal stehen. Passt auch ganz gut hier hin. Wäre auch schön, wenn der restlichen japanischen Stil umbauen würde. Aber so zieht das hier vielleicht noch mehr, ein paar mehr Touristen hin. Warum auch nicht? Ja, bei den Zügen hatte ich mal geguckt. Nach Intersections, also nach fertigen Schienen und so. Da muss ich nochmal genau gucken. Da müssten wir mich hier alles anbauen. Ich habe auch eine Mod gefunden. Da kannst du quasi eine Schiene bauen. Also nicht eine hin und zurück, sondern nur eine einzelne Schiene. Aber dann müssten wir hier ja alles umbauen. Ob das Ganze jetzt so funktioniert, ist noch eine andere Frage. Wieso? Ja gut, hier würde ich gerne Wasser reinmachen, aber wir sind hier nicht bei Planet Coaster. Hier ist und man, kann man nicht einfach so Wasser reinsetzen. Und das trocknet ja auch immer wieder weg.
Aber im Großen und Ganzen, ich hätte schon gern echt eigentlich einen japanischen Stil gehabt, aber wenn sie nicht bauen wollen. So, auf jeden Fall funktioniert das größtenteils. Mittlerweile haben wir sogar Wohngebietnachfrage und Gewerbenachfrage. Da müsste ich erstmal gucken. Na, teilweise ist hier immer noch das Problem. Ja, das Problem haben wir immer noch nicht ganz gelöst. Ihr wollt immer noch so viel rein, weil sie die Dinger beliefern wollen. Und das staut sich natürlich, weil sie hier kurz anhalten. Da drehen sie wieder um. Aber es ist zumindest besser geworden. Ich werde hier jetzt auch nicht rumspielen. Ich möchte gerne ein paar Wohngebiete bauen. Die werde ich, glaube ich, jetzt vom Anfang an im japanischen Stil machen. Die Frage ist nur, wohin? Touristengebiet möchte ich eigentlich nicht großartig erweitern. Aber ein Zoo möchte ich noch haben. Wenn ich hier ein Wohngebiet hinzimmer, müsste ich mal gucken. Kriege ich diese Straße hier weitergezogen? Ich werde jetzt auch, wie ihr mal geschrieben habt, eine große Hauptstraße machen. Aber kleine Nebenstraßen. Vielleicht sorgt das wirklich für besseren Verkehrsfluss. Müsste man ausprobieren. Ah, ziehe ich jetzt einmal kurz hier lang. Ich glaube, hier sind halt sehr viele Baufehler von Anfang an hin. Aber ich bin halt auch nicht der Profi. Das habe ich auch nie behauptet. So, die müsste hier eigentlich mit ran. Müsste doch eigentlich gehen. So. Ampel hat er nicht hingesetzt, oder? Nein. Ich will zwar jetzt hier wegen dem Müll keine Häuser hinmachen. Hier werde ich wahrscheinlich mal gucken. Vielleicht später ein bisschen Gewerbe oder so. Das Wohngebiet selber möchte ich hier quasi vorbei haben. Quasi am Flughafen vorbei. Wegen dem Lärm. Ich doch mal kurz Pause wegen der Stromleitung. Ah, bin hier so rum ungefähr. So. Quasi, aber hier möchte ich einen kleinen Kreisel reinhaben, dass hier unten das Wohngebiet entsteht, dass sich das hier nicht so staut. Den Kreisel würde ich gerne aus Autobahn bauen. Da gehe ich jetzt, da muss ich die einmal kurz anmachen. Einmal auf Gurve, mal gucken, ob das klappt. Kreisel so aus freier Hand bauen ist immer so eine Sache. Einmal bis da und dann hier einmal runter. So ungefähr. Denn so, dann müsste ich hier rum. So, darum. Und hier dann wieder ran. Oh, geht doch. Wenn wir hier später weiterkommen. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht mehr weiter. So, dann müsste quasi diese Straße hier wieder ran. Ich gehe mal auf gerade bauen. Und ich müsste quasi auch von hier da eine ranbauen. Dann haben wir quasi das Wohngebiet extra, führt nur über den Kreisel. Und dann, na, ich bin überlegen. Hier komme ich jetzt schon wieder zu weit weg. Könnte das zwar hier unten auch noch mit anschließen, wäre eigentlich gar nicht mal die verkehrteste Idee. Jetzt werde ich hier aber ein bisschen schräger gehen, muss ja nicht alles symmetrisch. Ich werde hier wahrscheinlich noch ein bisschen Gewerbe hinbauen später. Und damit anschließen, denn ungefähr bis da. Von da denn da so, naja, ist nicht ganz gerade, aber muss ja auch nicht ganz gerade. Dann hat man hier noch ein bisschen Gewerbe, hier kann man vielleicht noch so einen kleinen Zoo reinbauen oder so, direkt an die Autobahn. Die Tiere werden sich tierisch freuen, was will man mehr? So, jetzt mache ich das aber mal wieder aus. So, und dann mal gucken, wie wir es am besten bauen. Warte. Bevor ich da jetzt anfange zu bauen, ich wollte ja die großen Straßen als Hauptstraßen, aber kleine neben. Den werde ich bis ungefähr hier hinziehen und dann hier ran. Und hier drin möchte ich gerne kleine Nebenstraßen, wenn es denn funktioniert. So, aber dann nehmen wir die schön mit Bäumchen. Man kann überlegen. Hier jetzt einen runterziehen. So. Den Bereich mache ich vielleicht noch extra. Da kriegen wir vielleicht auch mehr Häuser hin. Das Problem ist, es könnte echt durch die ganzen Kreuzungen da zu Staus führen, ne? Ich werde es ausprobieren. Notfalls müssen wir es später wieder umbauen. Die kleinen Straßen dürften eigentlich nicht so viel Verkehr verursachen. Ich meine, das ist ja auch realistisch. In Wirklichkeit sind hier auch nicht nur große, dicke, fette Verkehrsstraßen. So, wieso ist denn der nicht runter? Wenn es zu viele Kreuzungen wären, die Ampel muss natürlich aus, muss ich da ein bisschen umbauen später. Aber das werden wir sehen, ob es funktioniert. Vielleicht gibt es hier auch gar nicht zu viel Verkehr. Müsste man abwarten. So, bevor ich jetzt aber alles voll baue, ich mache erstmal Stück für Stück, weil so viel Nachfrage haben wir ja gar nicht. So, erstmal nur das Stück. Hier werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Gewerbe, vielleicht noch ein einzigartiges Gebäude und so. Ampeln kommt gleich aus, das baue ich dann später.
Ich muss noch einmal kurz nach dem Strom gucken. Ich habe hier ein ganzes Stromleitung. Genau, die Stromleitung für den Müll habe ich gekappt. Wie baue ich denn das am besten? Ich würde sagen, von hier, das geht, oder? Ja, von hier dahin. Dann kann das Stück Stromleitung da weg. Zack. So, dann gucke ich aber kurz nach Ampeln. Da müssen natürlich jetzt einzig an den Gebäude rein. Das soll auch ein extra Stadtviertel werden. Weil das möchte ich gerne in diesem japanischen Stil haben. Vielleicht funktioniert das ja. Wenn sie sich jetzt auch normal aufbauen, dann funktioniert der Stil anscheinend nicht. Oder ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Keine Ahnung. So, hier haben wir ja noch nicht. Da müsste noch aus. So. Dann pinsel ich das Ganze jetzt erstmal an. Das normale Stadtviertel. Erstmal nur bis hier. Kann man ja später erweitern. So. Gut. Stelle hier. Das ist der Perlenpark. Im vorgestellten Stil Japan ein. Genau. Ich hoffe, die bauen sich hier auf. Und dann müssen wir jetzt hier mal gucken. Wir brauchen definitiv unsere Standardsachen. Ich werde erstmal keine Altenheime mehr bauen. Wie ihr geschrieben habt, werde ich wahrscheinlich auch die Altenheime bei den Campussen wegreißen. Dass wir nicht zu viele Alte haben, aber viele Junge. Aber ich möchte gerne ein Kinderkrankenhaus rein haben, damit wir Geburtenraten etwas hochpushen. So. Auf jeden Fall ein Krematorium. Ja, das reicht schon. Die kriegen hier auch so einen schönen Yogagarten. Warum nicht? Den könnte man hier so hinstellen. Feuerwehr auf jeden Fall. Warte mal, ich habe den Arzt vergessen, ne? Arzt muss hier auch rein. Ich glaube, für das kurze Stück reicht sogar ein kleiner. So, Feuerwehr. Wie sieht es mit der großen aus? Schon besser. Baue ich hier eine große hin? So. Polizei. Die muss hier definitiv auch hin. Ich muss Geld sparen. Ich baue die kleine. Aber wir brauchen definitiv Schulen. So, eine Grundschule, die, naja. Wir wollen ja auch noch die einzigartigen Gebäude haben, also die Monumente, die Oberschule. Ich werde einfach mal, ich weiß nicht, ob sie immer noch verbuggt sind oder nicht, ich werde versuchen, alle zu bauen. Dafür müssen wir aber jede Menge einzigartige Gebäude erstmal freikriegen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier eine Uni hinstellen soll. Weil wir haben so viel Uni. Nein, Uni kriegen sie erstmal nicht. So, das wären öffentliche Transport später. Ja, hier haben wir halt noch die paar einzelnen Parks. Ich glaube, woanders stehen auch keine mehr, oder? Hat er hier was zwischengemogelt? Nein. Das dürfte nur das Parkpflegegebäude sein. Ja, Requisiten sowieso nicht. Nö, die stehen alle hier vorne, oder? Ja. Also von dem, was ich runtergeladen habe, funktioniert nicht viel, ehrlich gesagt. Aber das ist halt immer das Problem, wie alt die sind. Ich möchte hier definitiv den Park definitiv mit reinhaben. Diesen komischen Autokino-Park, was es da ist. Und das zählt ja auch nur als Park. Hier können wir auch noch so ein Theater hinbauen. Das hat sogar eine mega Reichweite. So. Und vielleicht noch so einen chinesischen Parkplatz oder was das ist. Oder? Ah, sieht nach Parkplatz aus. Da vielleicht noch einen hin. Hat auch so eine mega Reichweite. Wollte halt mal was Neues haben. So, jetzt brauchen wir da auf jeden Fall die Wasserleitung oder besser gesagt Heizung. Das muss hier hin. Da führt kein Weg dran vorbei. Zieh den hier mal länger, falls hier später was hinkommt. Außerhalb der Stadtgrenzen, okay. So. Da noch hin. Bauen wir quasi so eine kleine japanisch-chinesische Siedlung am Stadtrand. Das wird der New Tokyo oder so. So. Und ich hätte zu gerne einen japanischen Tempel gehabt. Ich glaube, ich werde den hier mit hinstellen. Da hinten passt er ja nicht, dann baue ich ihn hier hin. War eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Weil den hätte ich wirklich schon gerne gehabt. Ich würde auch gerne mal wissen, wie der aussieht. Das würde mich wirklich interessieren. So, das reicht erstmal. Der stand bei einzigartigen Gebäude. Das war er hier, ne? Hier drinnen passt er wahrscheinlich nicht rein. Aber wenn man hier quasi so als Zwischenstück, das müsste gehen, oder? Der hat auch eine mega Reichweite. Ne? Alter, ja, der nimmt das ganze Touristengebiet mit ein. Jo, passt doch wunderbar. Wie sieht denn der aus? Jo, halt ein japanischer Tempel, ne? Ist drin was? Ne. Sieht ein bisschen nach Toiletten aus, ne? Ein bisschen japanische dekorierte Toiletten.
Hier würde ich vielleicht auch noch so einen Weg rumbauen, dass die Touristen hier so rumlaufen können. Aber ich muss jetzt einmal kurz gucken wegen dem Strom. Eigentlich hat sich das Strom hier... Na gut, das Stück braucht Strom, das ist die U-Bahn. Kann man aber von hier nach darüber ziehen? Dann wird diese Leitung hier eigentlich schon überflüssig. So. Weil der Rest hat sich da jetzt gerade so verbunden. Dann die Leitung nämlich weg. So, dann pinsel ich hier erstmal ein bisschen Wohngebiet hin. Ich hoffe, das geht jetzt gut mit den ganzen Kreuzungen. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Werden wir sehen. Wie gesagt, ich habe es vorher extra angekündigt. Wenn es nicht klappt, müssen wir umbauen. Die kleinen Straßen würde ich zwar schon gerne lassen, aber dann werde ich sie wahrscheinlich nicht mehr an jeder Seite anschließen. Sondern so ein bisschen mal da, wie wir schon öfters gemacht haben, damit nicht so viele Kreuzungen sind. So, und ich mache jetzt erstmal nur die beiden Stücke, um zu gucken, wie sich das verbindet. So, dann lasse ich das Ganze mal weiterlaufen. Werden wir sehen, ob sich hier was aufbaut. Werde das Ganze mal etwas schneller laufen lassen. Ein bisschen müsste sich eigentlich aufbauen. Wir haben ja Wohngebiet nach Frage. So, bist du im japanischen Stil? Halt, ich glaube, ich habe den vergessen einzustellen. Nein, habe ich nicht. Ist eingestellt, wollte ich gerade sagen. Bist du japanisch? Du siehst nicht japanisch aus. Du siehst aus wie ein normaler Wohnblock. Du siehst absolut nicht japanisch aus. Aber ehrlich gesagt, ich war auch noch nie in Japan. Ich weiß nicht, wie da die Häuser so aussehen in den Städten. Was ist das? Das ist die Arztpraxis. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich japanisch ist, aber es sieht für mich jetzt nicht japanisch aus, ehrlich gesagt. Zumindest quaken die in das Strom. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe, glaube ich, vergessen, den Strom zu geben. Das ist natürlich nicht so toll. Den ziehen wir erstmal von hier. Erstmal daran. So. Gut. Strom wird auch langsam knapp. Anscheinend tut der japanische Stil nicht funktionieren. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Vielleicht ist das japanischer Stil. Die fränkenden Residenz. Na, sieht man so auch nichts, ne? Ich weiß aber auch gar nicht genau, was die Stadtstile machen. Betrifft das überhaupt die normalen Häuser oder betrifft das nur die Bauten wie Schule, Feuerwehr und sowas? Obwohl, die sieht auch normal aus wie immer. Ich sehe da jetzt zumindest keinen Unterschied. Nur wie bei der Arztpraxis oder dem Kinderkrankenhaus. Was ist die Oberschule? Also einen Unterschied sehe ich da jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht wisst ihr das ja. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was diese Stadtstile genau bringen, wenn sich da vom Aussehen her nichts ändert. Aber das sieht für mich nicht japanisch aus. Ich würde das so sagen, aber japanisch sieht für mich eher sowas aus. Mit viel Werbung dran, japanische Schrift und bla bla blub. Ja, ich sehe jetzt echt keinen Unterschied. Aber gut, die Wohnnachfrage geht zumindest runter. Bis jetzt funktioniert das hier ja auch. Diese Parkplätze hier scheinen sie zu nutzen, auch wenn die Busse etwas groß sind. Haben ja auch den japanischen Tempel hier stehen. Deswegen an die Autobahn angeschlossen, dann kommen sie direkt auf die Autobahn. Dann brauchen sie nicht alle da lang fahren, auch wenn sie es zum Teil machen werden. Verbunden hat sich, glaube ich, größtenteils alles mit Strom, bis auf der eine da. Dann müsst ihr aber auch gleich kriegen, sobald sie sich hier aufbauen. Geht ja bis dahin, ne? Ja. Werden wir sehen. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es für diese Folge auch. Wir haben ja zum Glück nicht mehr allzu viel zum Einstellen. Zug und alles läuft ja im Moment. Wir müssen hier natürlich noch öffentliche Verkehrsmittel bauen. Wir brauchen noch Gewerbe. Wir brauchen noch ein bisschen Industrie. Das kriegen wir alles noch hin. Das soll hier quasi so ein Extra-Teil bis ungefähr hier so rangeht. So ein kleiner extra japanischer Stadtteil sollte es eigentlich werden. Der nicht japanisch aussieht, stellen wir es uns einfach vor. Der sieht echt nicht japanisch aus. Der sieht vergammelt aus. Ich habe hier ja so ein Fukushima erwartet. Gut. Auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja morgen wieder, während wir hier weitermachen. Wir müssen uns auch noch weiter um die Monumente kümmern. Ich glaube im Moment, naja, wir haben zwar nicht allzu viel Geld, um das andere zu machen, aber ich will ja alle bauen. Zum Beispiel werde ich mich wahrscheinlich als nächstes Mal erstmal ums Eden-Projekt kümmern, was ein bisschen die Grundstückswerte erhöht. Gut, schön, dass ihr wieder da wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis morgen.